Bonsoir, monsieur, dame, c'est les femmes et les œufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Good evening. This is Wimnadex, we don't want to die in hospital. Thema Arbeitsrecht. Ich bin angekommen bei Beschluss 11 oder Paragraph 11, Prozessvertretung. Ich lese das Arbeitsgerichtsgesetz aus Walhalla, das gesamte Arbeitsrecht. Die rechtlichen Grundlagen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Hier vorne ist auch so ein Abschnitt BGB drin. Und der wichtigste Titel ist für mich Willenserklärung. Der geht bis Paragraph 144 und Paragraph 145 spielt auch eine Rolle. Soweit sind wir aber noch nicht vor dem Arbeitsgericht. Am Dienstag finden ein weiterer Gütetermin, oder nee, ich glaube, es sind sogar zwei Gütetermine statt. Und ich bereite mich vor, indem ich im Arbeitsgerichtsgesetz lese, der Vorsitzende mit dem Karnevalskostüm hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich das tun soll. Ich tue das. Ich habe noch vom DTV-Verlag eine Zivilprozessordnung und das BGB auch von diesem Fachverlag. Ich kenne ihn aus Bayern. Und die Bücher sind gebunden im Gefängnis. Da geht auch nichts kaputt. Im Grunde genommen ist das gemacht für die Ewigkeit. So. Gibt immer Leute, die behaupten, die Seiten fallen aber in Blättern raus. Ich halte das für technisch unmöglich. So. Ach ja, das Dienen dauert hier auf jeden Fall länger als 20 Minuten. Wer wissen will, warum, kann man in der juristischen Fakultät der Uni Düsseldorf nachfragen. So, Paragraph 11, Beschluss 11, Prozessvertretung 1. Die Parteien können vor dem Arbeitsgericht den Rechtsstreit selbst führen. Parteien, die eine Fremde oder ihnen zum Zweck der Einziehung auf fremde Rechnung abgetretene Geldforderung geltend machen, müssen sich durch einen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Soweit sie nicht nach Maßgabe des Absatzes 2 zur Vertretung des Gläubigers befugt wären, oder eine Forderung einziehen, deren ursprünglicher Gläubiger sie sind. So, das versteht mal wieder kein Mensch. Oder vielleicht versteht es auch Menschen, nur ich verstehe sie nicht. Mein Bleistift. Naja, also. Parteien können vor dem Arbeitsgericht den Rechtsstreit selbst führen. Das habe ich verstanden. So. Parteien, die eine fremde oder ihnen zum Zweck der Einziehung auf fremde Rechnung abgetretene Geldforderung geltend machen, müssen sich durch einen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Verstehe ich auch. Also es gibt eine Forderung und diese Forderung wurde abgetreten. Man sagt, ich besitze nicht die Kraft, das selber einzutreiben. Hier ist meine Forderung. Du gibst mir dafür, was weiß ich, 35%, also ein gutes Drittel oder 40%. Das wäre die Forderung bei 0,4 von der Forderung und dann treibst du die selber ein. Wenn sowas passiert, braucht man einen Rechtsanwalt. So. Soweit sie nicht nach Maßgabe des Absatzes 2, der kommt da drunter,
zur Vertretung des Gläubigers befugt werden oder eine Forderung einziehen, deren ursprünglicher Gläubiger sie sind. Das heißt, man gibt die Forderung ab und dann kriegt man sie wieder zurück und dann darf man sie wieder selber eintreiben, dann braucht man keinen Rechtsanwalt. So, jetzt habe ich es verstanden. So. 2. Die Parteien können sich durch einen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Darüber hinaus sind als Bevollmächtigte vor dem Arbeitsgericht vertretungsbefugt nur erstens Beschäftigte der Partei oder eines mit ihr verbundenen Unternehmen. Da zieht Paragraph 10 Parteifähigkeit. Das geht im Wesentlichen um Gewerkschaften und den Arbeitgeberverband. Und hier wird auf Paragraph 15 des Aktiengesetzes verwiesen. Da gucke ich jetzt nicht extra nach. Also. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts, einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse, können sich auch durch Beschäftigte anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts, einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Das ist mir passiert. Da kommt eine Klucke vom... ist wirklich eine Klucke. Die hatte beim ersten Termin zwei Kinder dabei. Ihre beiden Söhne. Wobei, obwohl ich gegen Grundschulen, weiterführende Schulen schreiben leider momentan nicht aus und Grundschulen auch nicht mehr, geklagt habe, vertreten durch den Rektor. Ja. Das fuchst mich gerade nicht, mein Bleistift nicht finden. Also hier hat schon Absatz 2 erstens gestochen. So, hier ist es. Da ist mein Bleistift. Ich lasse ihn aber mal da drin. Oder nicht. Also. Auslaufen, cool hier rein. Da ist die Kacke drauf. Da schmier ich nicht mit drin, mit Kuli drin rum. Volljährige Familienangehörige, Paragraph 15 der Abgabenordnung, Paragraph 11 des Lebenspartnerschaftsgesetzes. Personen mit Befähigung zum Richteramt und Streitgenossen, wenn die Vertretung nicht im Zusammenhang mit einer entgeltlichen Tätigkeit steht. Okay. Ich kann das Geheimnis lüften. Ich habe die Befähigung zum Richteramt, das heißt, ich darf da als Bevollmächtigter auftreten. Selbstständige Vereinigung von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung für ihre Mitglieder. Ist eigentlich auch schon unter Parteifähigkeit aufgeführt. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder. Okay. Das heißt, Gewerkschaften können sich auch gegenseitig vertreten und Arbeitgeberverbände auch.
Juristische Person, ich weiß nicht mehr, was eine juristische Person ist. Gut, ist das peinlich. Juristische Person, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in Nummer 4 bezeichneten Organisationen stehen. Wenn die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder, okay, Gewerkschaften können Leute anstellen und sagen, du bist unser Jurist und du darfst dann vertreten. Ich glaube, man braucht nicht mal mehr Jura studiert haben. Es reicht, dass die Gewerkschaft gesagt hat, du bist eine juristische Person. Im Grunde genommen wird da schon klar, warum das so ein Gaggerhaufen ist, wenn man das nur liest. Ich sag wirklich nichts mehr dazu. Ich weiß nicht, wer sich so ein Schwachsinn ausdenkt. Ich bin der Leidtragende davon. Boah, ich krieg schon wieder Bluthochdruck. Wenn die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer Verbände und Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. So, ganz wichtig ist, und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet, das heißt, wenn man eine juristische Person schickt, jetzt nicht unbedingt einen Anwalt oder jemand mit einer Befähigung zum Richteramt, dann haftet die ganze Gewerkschaft. Ich hätte als Gewerkschafter ein Problem damit, wenn so ein Hi-Hu-Pi vom Arbeitsgericht aufläuft. Dann streicht das mal und macht hier ein Ausrufezeichen dran. Bevollmächtigte, die keine natürlichen Personen sind, handeln durch ihre Organe und mit der Prozess. Das Vertretung Beauftragten, Vertreter, ja. So jung wie heute kommen wir nie wieder zusammen. Das steht da so. Ganz ehrlich, wenn ich so eine textgegossene Scheiße lese, diesen Satz, der wirklich einfach nur so dermaßen unnötig ist, und das kann man sich gerne mehr vorstellen, kriege ich so einen Hals. Ich sag mal, was da steht. Man verklagt die nicht natürliche Person, die öffentlich bestellte Person, Arbeitsagentur, Bundesagentur für Arbeit. Und der Richter stellt da ein Foto von der Bundesagentur für Arbeit Solingen hin und man verhandelt mit dem Foto. So ungefähr kann man sich das vorstellen, damit das nicht passiert, ja? Steht dieser Satz im Gesetz? Ich weiß nicht, warum man sowas da reinschreiben muss. Ich kann mit einem Foto von der Bundesagentur für Arbeit in Solingen nicht verhandeln vor Gericht. Für mich gibt das... Da muss ein Mensch sitzen. Mir ist das klar. Warum schreibt man das da rein? Ich sag da wirklich nichts mehr zu. Ich krieg nur Pickel von so einer Scheiße.
3. Wir sind bei 3. 1, 2, 2 hatte erstens, zweitens, drittens bis fünftens. Dann kommt ein Absatz und jetzt sind wir bei. Ja, Absatz hat nicht mal mehr eine Ziffer. Naja. Wahrscheinlich wollten die Grünen. Ich soll sowas nicht sagen. Das tut alles so weh. Das Gericht weist Bevollmächtigte, die nicht nach Maßgabe des Absatzes 2 vertretungsbefugt sind, durch unanfechtbaren Beschluss zurück. Prozesshandlungen eines nicht vertretungsbefugten Bevollmächtigten und Zustellungen oder Mitteilungen an die Bevollmächtigten sind bis zu seiner Zurückweisung wirksam. Zu gut Deutsch. Wenn da jemand kommt und sagt, ich bin vertretungsberechtigt, und der ist das gar nicht, muss das Gericht den zurückweisen. Tut das Gericht das nicht, ist er so lange vertretungsberechtigt, bis das Gericht den zurückweist. Und man kann im Grunde genommen nichts dagegen tun, dass da... Das Arbeitsgericht ist eine einzige Verarsche. Ich sag's euch direkt. Das Allerbeste ist dieses Gerichtsgesetz, Arbeitsgerichtsgesetz, wird in mehreren Paragraphen durch Verordnungen durch die Bundesregierung einfach verändert. Das ist Willkür pur. Das hat mit Rechtsstaatlichkeit gar nichts mehr zu tun. Naja. Das Gericht kann in Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 3 bezeichnet Bevollmächtigten nur dann unanfechtbaren Beschluss die weitere Vertretung untersagen, wenn sie nicht in der Lage sind, die Sach- und Streitverhältnisse sachgerecht darzustellen. Okay. Schön. Das heißt, Familienangehörige können nur dann zurückgewiesen werden. Absatz 2, Satz 2. Okay. Wenn man die Befähigung zum Richteramt hat, darf man übrigens auch kein Geld nehmen. Wenn die Vertretung nicht im Zusammenhang mit einer entgeltlichen Tätigkeit steht. Cool. Da streich ich auch mal. Wichtig zu wissen. Habe ich auch nie Geld für genommen. Familienangehörige dürfen auch. Und es ist der... Das Wort Streitgenosse erwähnt. In Gewerkschaften gibt es Genossen, man kann also jemanden, der in der gleichen Gewerkschaft ist,
mitnehmen und sagen, das ist mein Streitgenosse. Also der muss aber in der Lage sein, den Sachzusammenhang darzustellen. Der darf auch kein Geld dafür nehmen. Okay. 4. Hier ist auch sehr technisch. Hier wird auch gleich die Eier rum. Sonst. Ja, ich mache dann mit Absatz 4 irgendwann, vielleicht morgen Abend, weiß ich nicht. Ja. Ja. Und so weit zum Arbeitsrecht für heute ist so. Das war's. Ich sollte aber über 20 Minuten gelandet sein.